So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und heute ist der letzte Shop der Season 6. Denkt dran, heute um 8 Uhr sind Wartungsarbeiten, also nicht wundern, wenn ihr nicht ins Spiel reinkommt. Des Weiteren, wenn ihr den offiziellen Trailer sehen wollt, dann geht einfach auf YouTube auf die Fortnite-Seite beziehungsweise auf den Fortnite-Kanal. Da wird der offizielle Trailer um 8 Uhr schon kommen. Also quasi dann, wenn die Wartungsarbeiten sind. Ich habe noch keine Zeit quasi heute Morgen direkt für euch alles hochzuladen. Das muss ich dann machen, wenn ich von der Arbeit komme. Also habt da ein bisschen Verständnis. Aber für alle, die natürlich immer noch supporten wollen, achtet bitte drauf, dass ihr meinen Creator-Code drin habt. YT-FamilyHack. Würde mich halt wirklich freuen über jeden Einzelnen, der ihn einträgt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal in den Shop rein. Was haben wir heute drin? Heute haben wir Zero drin, den habe ich mir damals direkt gekauft, gespielt, eher weniger. Ich weiß nicht warum, der Skin ist eigentlich nice, aber ich habe ihn eigentlich nie gespielt. Also am Anfang ein bisschen. So, des Weiteren haben wir die Nullpunkt-Tarnung drin, diese war nice. Ist zwar auch so ein bisschen eher an Wasser orientiert, anstatt an Weltraum. Dann haben wir des Weiteren, der Dummy ist wieder drin, der zwei Stile, einmal den dunklen, warte mal, zack, ich liebe das hier immer, achso, ja doch, die dunkle Variante und die gelbe Variante gefällt mir persönlich aber gar nicht. Dann haben wir den Schädelschläger drin für 500 V-Bucks, auch in hell und also in gelb und in dunkel. Dann der Crash-Test, die Lackierung, ja, ist okay, ist halt eine gelbe Tarnung, ne? So, dann haben wir des Weiteren Traum ist wieder drin. Mit dem passenden Rückenaccessoire für 1200 V-Bucks kann man nichts sagen. Also der Skin gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir Luminus drin. Auch wie ich finde, ein schöner Skin. Wird auch, glaube ich, jetzt in die neue Season gut reinpassen, wenn wir wirklich diese Weltraumgeschichte bekommen. Aber es sieht ja alles danach aus. Dann die Astralaxt. Ah, die hört schon mal nice an. Dann haben wir Splitterbruch-Tarnung, auch eine schöne Tarnung, wie ich finde. Die, also jetzt so ganz objektiv betrachtet, eine der schönsten Tarnungen, die wir haben. Dann haben wir Arcana drin. Ja, der Kleider ist nice, weil du halt immer noch viel siehst, auch wenn du im Kleiden bist. Dann Traum hatten wir schon. Dann die Abtrünnige ist ebenfalls wieder zurück. Ein schöner Season 1 Skin. Dann haben wir Scorpion zurück für 800 V-Bucks. Heute kann man sich aber günstige Skins gönnen. Dann der Wildwinkler. Die Pickaxe habe ich irgendwie gefühlt gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann Bürofahrt. Ja, so sieht es im Büro aus. Dann der Lama Beat. Die Jubelstimmung. So geht es den meisten heute, wenn sie ihr Update runtergeladen haben. Mir tun jetzt schon die Leute leid, die eine schwache Internetleitung haben. So, dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Shop. Dann haben wir natürlich noch das Deathstroke Zero Paket drin, Harley Quinn Paket. Und nochmal, ich will nicht betteln, aber denkt dran, Creator Code, tragt ihn bitte ein. So, was haben wir noch drin? Da kam ein Abo rein, danke dafür. Dann das Flash Paket immer noch drin mit dem Skin Black Manta. Aber ich denke mal, heute nach dem Shop, ach nee, heute kommt gar kein neuer Shop, oder? Nee. Der Shop bleibt den ganzen Tag. Wundert mich eigentlich, aber vielleicht passiert da doch noch irgendwas. Dann haben wir das Catwoman-Paket mit den ganzen Batman-Geschichten mit dabei. Beast Boy-Paket, dann Batman Zero-Paket, Catwoman Zero und Batman der maskierte Rächer. Genauso wie immer noch drin. Letzter Lacher-Paket. Vielleicht fliegt er morgen mal raus, wenn die Season vorbei ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß mit der neuen Season. Sobald ich halt zu Hause bin, setze ich mich natürlich dran, mache alle Aufgaben, alles, was komplett neu ist, werde ich euch berichten. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.